Puh, Leute, bestell's niemals in Thailand medium scharf. Baby-Squad sozusagen. Let's go. Ja, guten Morgen, liebe Zuschauer. Wir sind wieder mal am Frühstücken. Das Leibende ist, da sind so viele Frauen in dem Hotel. Die kommen immer her und streicheln ihn und wollen wissen, wie er heißt und wissen, wie viel Kilo er hat, wie alt er ist. Und dann wollen sie ihn unbedingt nehmen und mit ihm spazieren gehen. Und das ist eigentlich relativ leibend, weil wir können dann immer in Ruhe frühstücken. Angenehm, man braucht keinen Babysitter organisieren. Hey Leute, heute ist Tag 7. Wir sind wieder am Strand. Wie ist der Strand? Da habe ich es nicht mehr. Doch extrem schön, extrem weit, gar keine Leute da. Gleich daneben ist ein Nationalpark und der Flughafen ist auch gleich da drüben. Vielleicht kriegen wir ein paar geile Drohnen-Shots hin. Im Umfeld von 9 Kilometer vom Flughafen darf man in Thailand eigentlich, oder generell wahrscheinlich weltweit, darf man gar nicht fliegen. Aber für euch drücke ich ein Auge zu. Wir sind gerade in einem Restaurant gegenüber vom Strand. Ein Strand ist richtig leer. Da sind fast keine Leute. Da gibt es guten Schatten. Wir haben echt ein gutes Platz gefunden. Der Strand ist traumhaft. Man kann gut reingehen. Der Sand ist echt total körnig, echt leer. Genial. Soll ich noch was erzählen? Das grüne Mangosalat mit Nüssen. Ich bin eigentlich nicht so der Nuss-Fan, aber diese Nüsse, die schmecken echt genial. Die Mango ist auch richtig geil. Vegetarian Lifestyle. Und ein paar Pommes für die Figur. Puh, Leute, bestell's niemals in Thailand medium scharf. Diese kleinen roten Dinger da, oh, die sind der Tod. Die sind echt mein Untergang. Wir waren eigentlich gerade am Weg nach Hause bzw. ins Hotel, weil bei uns ist schon 5:30, 6 sowas. Und wir sind gerade bei einem coolen Markt vorbeigekommen und da sind wir jetzt einfach spontan stehen geblieben. Wir haben gesagt, wenn ein Parkplatz frei ist, dann bleiben wir stehen, das war einer frei. Wir schauen uns jetzt mal den Markt an, mal schauen, was der kann, was da gibt. Vielleicht gibt es irgendwas Leckeres zum Essen, ein, zwei coole Sachen. Ja, schauen wir mal. I
Okay, hier gibt es angefangen von den Flipflops zum Geldbörse, Pullis, Früchte, Essen, da gibt es alles. Und es kostet fast nichts und es ist extrem groß, der Markt. Wir machen uns jetzt auf die Suche nach richtig leckeren, frischen Früchten. Cool, und diese Mangos, ich habe noch nie solche Mangos gegessen. Oh ja, vor 7 Jahren, wie ich mal in Bangkok war. Geil, die waren richtig lecker. Also. 2 Mango. Beste. Und ein kleiner Topf, den wir in Zukunft mit Wasser füllen werden, damit der Ben im Schatten auch ein bisschen planschen kann. Und das Geile ist, er passt da ganz genau rein. Mal schauen, ob es ihm gefällt. Ich bin mir noch nicht sicher, jetzt haben wir ihn kurz reingesetzt. Es hat ihm nicht so gut gefallen, aber vielleicht, wenn Wasser drin ist und es schön kühl ist und er ein bisschen planschen kann und sein Spielzeug mit drin ist, ist es vielleicht lustiger. Wir machen uns auf den Weg zu einem Wasserfall.